Ist das shit? Warum baut er denn eine scheiß Falle in dem Main House? Hallo und willkommen zurück zu Create Life 2. Heute zeige ich euch mal eine Falle, die ich gebaut habe. Wer mehr Fallen sehen möchte, vergisst nicht zu abonnieren und einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wir starten die Folge mit... Kurze Info, ihr habt ja gerade schon gesehen, wie Carscrafter reingelaufen ist. Wer das ganze Video davon sehen möchte, einfach dranbleiben. Aber jetzt erstmal, wie ich die Falle gebaut habe. Ich weiß nicht, wer es wusste, aber ich war früher sehr gefürchtet, was Fallen anging. Ich habe teilweise mit Modifikationen Fallen so gebaut, dass die Leute gar keine Chance hatten zu überleben und die Items direkt quasi einkassiert wurden. Heute habe ich mich mal dran gesetzt, eine Create-Falle zu bauen, musste mich allerdings ein bisschen beeilen, weil gleich wahrscheinlich der Tag bei vielen beginnt und dann die Leute auf den Server kommen. Da sollte man mich natürlich nicht sehen, wie ich da am Bauen bin. Deswegen zeige ich euch mal ganz kurz, wie die aussieht. Die hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen verfeinern können, aber trotzdem ganz geil. Achtung! Und... die Folge, die ich jetzt hier mache, die ist natürlich jetzt nicht, ich sag mal so, ich baue keine Falle, mache da eine Folge, lade die hoch und dann beginnt, oh mein Gott, dann beginnt nämlich Folgendes und zwar gehen dann immer ganz viele hin und verraten die Falle, was natürlich ein bisschen doof ist, vor allen Dingen tut man damit keinem Gefallen, weil eigentlich ist das Ganze auch meist immer ganz witzig. So, hier ist unsere, ja, ich nenne sie mal Beschwerdestelle. Mache ich gleich noch ein Schild dran, das ist quasi die Beschwerdestelle, die hier ist. Und noch ein paar, wie heißen die, Laternen davor. Und Folgendes passiert, wenn man sich hier draufstellt, ist ein bisschen offensichtlich. Aber das Geile ist, es passiert nicht sofort was, denn es braucht ein paar Sekunden. Also die meisten gehen da wahrscheinlich rein, gucken hier ein bisschen rum, laufen nach vorne und hinten und dann passiert Folgendes. Es zieht sich auf und da drin sind Drills. Warte. Müsste jetzt gleich wieder zugehen. Also die hält 5 Sekunden auf und fährt dann wieder ganz normal zu. Das Ding ist, da drin überlebt man vielleicht, ich weiß nicht, 3-4 Sekunden, 4 Schläge und der Grabstein wird dann relativ schnell abgebaut. Eigentlich wollte ich machen, dass die Sachen dann einkassiert werden, aber die Spieler müssen dann halt innerhalb der 5 Minuten da reingehen und das Ganze oder ihre Items wiederholen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sollen die Spieler da reinkommen? Da läuft ja keiner freiwillig rein. Deswegen ist hier hinten ein Encased Fan mit einer Nozzle vor, die ich jetzt mal aktiviere. Ah, Mist. Brauche ein bisschen weniger. Ah, schade. Vielleicht muss ich noch mehr Wolle holen. Ein bisschen mehr Wolle. Ich guck mal, wie weit wir das hochdrehen können. Geht auch. Alles klar. 108. Geht das? Ich guck mal ganz kurz. Oh, warte. Und vor allen Dingen bücken. Oh mein Gott, okay, da war's. Wir müssen nur den Fan wahrscheinlich ein bisschen stärker machen. Also da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Drehmoment und dann wird man aber von komplett hier vorne reingezogen. Also wir müssen den echt auf 256 laufen lassen. Ich glaube, ich baue hier gleich noch ein bisschen mehr Wolle dran. Das ist nicht so auffällig, wenn ich hier noch ein bisschen Wolle setze. Aber mehr sollte ich hier wirklich nicht machen, weil dann verrate ich mich um meine Falle. Und das passiert dann, werden halt reingezogen, werden dann komplett zerlegt und der Grabstein halt auch. Die Items bleiben da liegen, keine Sorge, das, so weit sind wir noch nicht, dass die Items mitgelöscht werden und ich bin gespannt, wer da alles reinläuft. Und sollte da noch keiner, ja, klappt eh nicht, ich wollte gerade sagen, verratet die Falle nicht, aber das hat noch nie geklappt. Also viele denken ja auch immer, sie tun ihren YouTubern was Gutes, wenn sie dann die Falle verraten und die Leute davor schützen, aber ihr macht es nicht. Weil eigentlich vergeht dann sehr, sehr viel Spaß für alle. Vor allem für mich. Nein, Spaß. So. Und eigentlich wollte ich die hier nebenbauen, aber okay. Ein bisschen Deko noch rein, dass das Ganze so ein bisschen schöner hier drin aussieht. Okay, die ist ein bisschen zu hoch vielleicht. Da noch. Hier oben noch an der Ecke. Ich glaube, die fällt nicht auf, wenn man hier hochspringt. Ja, ist egal. Okay, passt. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Drehmoment. So, dass wir den Fan auch volle Lutsche laufen lassen können. Das heißt, wir müssen da noch eine Klorolle reinquetschen. Das wird ja interessant jetzt. Okay. Ich dachte, das reicht echt, aber anscheinend wohl nicht. Slimeball haben wir gerade hier reingesetzt. Ne? Den brauchen wir halt auch noch. Slimeball am Start. Dann brauchen wir noch Gear Shifts. Oder beziehungsweise Gear Boxen. Und ich hatte die Falle auch schon mal gebaut, dass die ein bisschen effizienter war und auch schneller die Leute zerlegt hatte und die Items dann irgendwo gespeichert hatte. Aber dafür brauche ich mehr Platz an der Stelle. Ich muss ja jetzt sogar noch ein bisschen gucken, dass ich da noch Wolle unterkriege. Unser Turbinenzentrum ist leider noch nicht gebaut. Oder ich lege einfach ein Chef aus dem Lager rüber. Da ist jetzt auch unendlich viel.
Durch eine Nein, da spawnen einfach ganz viele Skelette drin jetzt, oder was? Okay, die sind beschäftigt. Top. Steh einfach mitten im Weg. Ich wollte gerade sagen, einer hat überlebt. Einer hat doch überlebt. Warte. So. So, das ist schon mal gut. Okay, kriegen wir hier noch einen drauf? Ich glaube sogar ja. Ne? Ein bisschen erhöhen können wir noch. Das heißt, wir machen das jetzt einmal aus. Fallenbau live. Oder bei Craft Attack 1 hat die also da war wirklich die krasseste Falle drin, die ich jemals hatte, weil die einfach skrupellos war. Also, die hat die Leute komplett zerlegt. Also, die hatten nachher nichts mehr einfach. Und die Sachen wurden auch instant gelöscht. Also, die sind einfach in Lava gefallen. Das war ein bisschen hart. Aber auch noch besonders lustig. Aber ich muss sagen, da hat sich keiner dran gestört. So, Community-mäßig fand die Falle jeder geil. Heute wird ja ein bisschen gemotzt. So, ich mache so lange hier nochmal ein bisschen zu. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir Maximum. Geil. Und ich glaube, hier kriegen wir auch noch eine kleine hin. Irgend ein bisschen brauchen wir noch. Ich glaube, hier würden wir sogar eine größere hinbekommen, wenn wir alles dabei hätten. Müssen nur gucken, dass ich das richtig dreht. Boah, ich hoffe, ich kriege hier noch Maximum. Bevor hier einer reinkommt. Das ist ja auch immer das Ding hier. Man muss halt immer gucken, dass man relativ zügig mit den Sachen baut oder die Sachen halt so baut, wenn keiner on ist. Gerade am Anfang des Projektes ist es halt immer schwierig, weil jeder die ganze Zeit am Ballern ist ohne Ende. Aber später geht's dann, wenn der Hype der Leute und die Leute so einiges schon gebaut haben, dann wird's halt immer ein bisschen weniger, ne? Ich mache ja gleich auch zwei an jeder Ecke. Ja, weiter rein können wir auch gar nicht, oder? Ne, da sind wir schon in JBs Anlage drin. Ich hoffe, die reichen, die beiden. So, dann einmal den hier. Zwei auf jeder Seite, cool. Und dann machen wir hier nochmal 1, 2, 3, 4. So, haben wir das richtig rumgebaut. Oh ja, juhu. Jetzt haben wir 10.000. Ich bin gespannt. Das geht schon mal. Oha, jetzt dreht hier mal richtig schnell. Fällt ja gar nicht auf, die Partikel, die hier sind, ne? Okay, bis vor den Dingern zieht's. Nice. Ich glaube, es fällt hardcore auf. Okay, du kannst gerne wieder zumachen. Dankeschön. So, das dazu. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen dekorieren, dass es nicht so auffällig aussieht wie jetzt, sondern dass die Leute denken, oh, was ist da denn drin? Das will ich mir mal angucken. Und dann machen wir einfach zu. So, warte, wir brauchen jetzt nochmal diese Metalldinger hier. Dann vielleicht ein Blümchen oder so, ein Blumentöpfchen noch. Das ist dann mega unauffällig, ne? Wenn da eine Blume drin steht. Kann nicht böse sein. Ich glaube nicht, dass wir 16 Blumentöpfe da drin brauchen, aber immerhin. Und wir machen, ah hier, Lagerbüro. Büro, ja gut. Oh, jetzt habe ich irgendwie die Karte umgestellt, ne? Oha, irgendein Knopf war das jetzt, glaube ich. Ja, ich glaube, das fällt aber gar nicht so auf jetzt. Ich glaube, das fällt gar nicht so krass auf, wenn wir ehrlich sind. So, hier auch noch einen dran. Damit es nicht komplett gleich hier aussieht, alles so ein bisschen unterschiedlich. Top. So, und dann noch ein paar Blümchen da rein. Hier die Rosen. Da die Dandelion. Lädt zum Drücken und Verweilen ein. Okay, gucken wir mal. Ansonsten, ach komm, ist doch gut dekoriert, oder? Ja, genau, Kisten wollten wir noch haben. Kiste. Ah, ich sag einmal so, ne? Also ihr seht jetzt auch, welche Zeit wir haben. Um 14 Uhr fängt meistens immer einer an zu streamen. Ach ja, bevor ich's vergesse, 19 Uhr Livestream heute Abend. Und ansonsten, tschüss! Wofür ist der? Ah, das war die Erzverarbeitung, ne? So viel ich weiß. War da hier Input und hier Output oder so? Okay. Chillig.
Das ist ein bisschen unglücklich. Ich glaube, hier bin ich ausloggen sollen. Ich glaube, dann hätte ich das überlebt, weil ich eh gerade hochgekommen bin. Schade drum. Ah! Was soll denn das? Alter, ich werde sein. Hey, sein. Warum kann ich fliegen? Ah, ich konnte gar nicht fliegen. Ist das shit? Warum baut er denn eine scheiß Falle in dem Main House? Ah. Ich spiele jetzt nicht mehr bis nächste Woche. Ich muss Peter jetzt töten. Wann hat er das denn gebaut? Wahrscheinlich offscreen, ne? Glaube ich. Ja, wie komme ich denn jetzt da? Ja, chillig. Ah, nice. Ist nicht mal ein Grabstein entstanden. Das ist cool. Das ist echt nice. Das ist stark.